Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur neuen Folge von Staxel. Der Mike ist auch mit am Start. Per Chat. Hi Mike. Unser krasser Horrorkamin hier ist auch am Stissel. Und wir können uns eine Lampe draufstellen, hier gemütlich vorm Kamin sitzen, Büchlein lesen. Mein Fernseher hat er nicht bekommen. Leider. Da war doch gerade wer. Leider hat das nicht funktioniert mit den Gerüsten, um da hochzukommen. Das heißt, da ist aktuell ein Loch, wie gesagt. Aber wir sind dafür Mike seine Quest-Items losgeworden, die er noch im Inventar hatte, trotz beendeter Quest. Programmierung, wieder mal on point. Indem wir einfach im Kreativmodus waren. Da kriegt man so ziemlich alles aus dem Inventar, was man rauskriegen will. Nicht zu empfehlen, wenn man noch Achievements haben will. Aber ansonsten durchaus eine machbare Sache. Und ich würde fast sagen, wir schlafen gleich mal eine Runde. Boah, dann ist morgen. Morgen ist ein neuer Tag. Willst du checken? Ja, sie laufen noch. Sie laufen noch, unsere Zitronen. Ich leg mich jetzt ins Bett. Gute Nacht. Ein Schlückchen Kaffee zum Schlafen. Immer eine gute Wahl. Scheinbar liegt Mike aber noch nicht im Bett. Na, jetzt liegt er im Bett. Wunderbar. Gibt's hier Portale oder ist es ein Festival, was jetzt kommt? Fragen, über Fragen, über Fragen. So. Bam. Da ist ein bisschen. Oh, es ist einiges reif. Ja, ne? Hallo. Ja. Ich mag Kühe. Haben wir eigentlich gestern irgendwas bestellt, was jetzt geliefert worden wäre? Nö. Haben wir schon mal Glück gehabt. Ernten wir mal ein bisschen Kaffee. So, zwei, drei Kaffeepflänzchen sind ja reif geworden. Man glaubt's kaum, aber so ist es. Es nimmt hier schon wieder Ausmaße an. Manchmal denke ich ja, ich wäre ein bisschen wenig größenwahnsinnig, aber nur ein bisschen so. So 2-3 Größen wahnsinnig. Ja? Nicht so viel, nur so 2-3. Also, wie gesagt, ein bisschen halt. Ist hier was Goldenes dabei, was sehr reif ist? Nein. Nö. Plop. Soll schön pflanzen. Wir können auch von hier oben ernten. Ich glaube, das ist fast schon sinnvoller. Wir dürften. Von hier aus kommen wir zumindest durch, sagen wir es mal so. Und wir haben einen besseren Überblick. Und ich meine einen Überblick. Der ist immer was wert. Was Goldenes. Wir haben Gold. Endlich haben wir Gold. Können wir machen was draus? Richtig. Noch mehr Kaffee. So, da ist nichts frei. Nope. Manchmal habe ich so das Gefühl, wenn man im richtigen Moment auf das nächste wechselt, dann erntet er es automatisch schon. Also automatisch mit. Ich nehme an, es ist ein bestimmter Punkt in der Animation, wo man das machen kann. Das ist wie bei League of Legends, das ein oder andere kann man ab einem gewissen Punkt in der Animation nicht mehr abbrechen. Es ist ja in vielen Spielen so. Und dass das hier ähnlich ist. Unbewusst. Ungeplant. Aber ja. Oh, hier ist einiges reif, würde ich mal sagen. Ich glaube, das waren jetzt all die Bohnen, die wir am Stück halt gepflanzt haben. Die haben jetzt ihre 9 Tage Wachstum und 4 Tage Reifung hinter sich. Und dann sind die da. Da sind die einfach mal da. Und es gibt jetzt schon mindestens 13 neue Pflanzen. Und die goldenen habe ich, weiß ich gar nicht, wie viele wir da gepflückt haben. Also, ja, es gibt ein bisschen was. So. 14. Und mindestens 15. Mal aus 10 Kaffeebohnen kommt mindestens ein Same. Also eine Pflanze, ein Pflanzensamen. Ach, ihr wisst, was ich meine. So, und die nehmen wir mal raus. Das heißt, es sind 100. Das ist brutal. Brutal. Ja, 8x3. Aber hier auch nochmal 24. Ja, das heißt, wir haben entspannte
40 neue Pflänzchen. Und es geht ja bald der Platz aus. Puh. Wohin mit dem ganzen Kaffee? Ich weiß, das ist eine Frage, die ist komisch, aber wohin damit? Die viel wichtigere Frage, wenn wir hier den Weg machen. Das ist ja immer 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1, Mist. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Das passt einfach hin. Wie geil ist das denn? Ich hatte gerade die Befürchtung, dass unser Weg hier damit nicht aufgeht. Aber das ist nicht der Fall. Und wenn ich es richtig sehe, nee, das ist noch aktuell der Marktstand. Wir können ja mal auf dem Kalender gucken, ob das morgen erstmal Portale sind. Nee, das ist direkt hier komisches Frühlingsfest, nein, Winterfest. Hier gibt es dann die Inselportale. Das ist der Schneestaubmarkt, da gibt es ein bisschen Schneestaub, ja, ja. Man kennt's. So. Wie das schön sei, wollte ich einpflanzen. Flap, 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 flap. Gibt's wieder ordentlich Kaffee. So. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Da kribbelt die Nase. Ja gut, das können wir laufen lassen. Da passiert ja nichts. Da fällt mal ein goldenes Bühnchen runter, aber das ist in Ordnung. Alles andere ist nebensächlich. Es gibt kein Fernglas, glaube ich. Hoffe ich. Weiß ich. Behaupte ich. Wie auch immer. Aber wir haben ja auch extra hier noch Gras angesteckt. Weil hinten ist ja noch so ein bisschen Loch. Das geht ja nicht. Aber es scheint auch so. Das ist das Richtige. Sehr schön. Also für das hier drüben und hier. Finde ich, kann man machen. Kann man machen. Da kann man mal ein bisschen Gras hinklatschen. So. Ist der Mike eigentlich aktuell da oder ist er wieder vom Server geflogen und nicht wieder draufgekommen? Er ist aktuell. Okay. Ich bin mir manchmal nicht so sicher, weil ich sehe meistens das Server verlassen und sehe dann das Server betreten nicht mehr. Und dann denke ich mir immer nur so, dadurch, dass wir nicht miteinander sprechen, ist es dann so, ist er jetzt da? Ist er nicht da? Führe ich noch mehr Selbstgespräche, als ich es eh schon tue? Fragen über Fragen. Blop, blop, blop. Schaufel am Stüssel, Schaufel am Stüssel. So. Ins Loch, ins Loch, ins Loch, ins Loch. So. Jetzt sieht halt ein bisschen komisch aus, das Haus. Ist halt so ein Block. Das ist Oscars Überwachungsblock. Hier ein bisschen geflickt. Ja, der Mike den Server will verlassen. Seht ihr? Das sehe ich. Einmal weiße Blumen. Trauma. Gelbe Blumen. Hier können wir direkt mal den Weg erweitern. So. Und wir können eigentlich hier anfangen, den Weg wegzuhauen. Beziehungsweise müssen wir ja nicht mal, weil wir können den Weg ja hier weghauen, weil das verschwindet ja eh. Also wenn das entsprechende Festival da ist. Das heißt, wir können hier ein bisschen Straßenbauarbeiten machen, ohne uns schlecht zu fühlen. Da müssen wir gleich nur langes grünes Gras holen. Gerade schon fast Glas gesagt. Das lange grüne Glas. Aus dem trinke ich immer meinen Long Island Eistee. Ja, das ist halt scheiße. Geht nämlich dann direkt auf beide. Jo. Ist auch so eine kleine Hecke hier. So ein kleines Heckenendstück. Ein kleines süßes Heckenendstück. Müssen wir mal drauf achten. Ich glaube nämlich, der Weg hier ist tatsächlich nicht blockiert von dem Ganzen. Ah ja, das war sogar schon das Eckstück. Hätte man nicht wegschlagen müssen. Einmal gemacht, hätte man nicht machen müssen. So. Aber das heißt natürlich auch, wir müssen mit der Schaufel. Wir müssen genau den richtigen Moment abpassen. Mal eins mehr und wir schlagen ja, ein ordentliches Loch in die Walachei. Jetzt müssen wir ja alles wieder ein. Ja, wie zum Beispiel hier. Das zweite Bloop ist zu viel des Guten. Das erste? Das reicht. Mehr gibt's nicht. Mehr Bloop Bloop gibt's nicht.
Krass, die sehen einfach so viel breiter aus, wenn hier nur eins ist. Also wenn man zwei nebeneinander hat, weiß nicht. Würde ich die schmaler einschätzen. Aber gut. So ist das. So ist es und nicht anders. So. So. Und so. Weil jetzt kann das Festival kommen. Und trotzdem wird unsere Straße, unser Weg, unsere Erleuchtung noch immer da sein. Ja, wir müssen hier noch ein bisschen was mitnehmen, so. Das ist in Ordnung. Weil wir kriegen hier eh Marmor. Ja. Für die Farm nur das Beste. So. So, so. Und dann wird das hier nochmal weggekloppt. Oh. Dann braucht man langes Gras. Jetzt haben wir hier natürlich ein paar übrig, aber das ist in Ordnung, die werden wir schon irgendwo nicht hinbauen. Ah, so ist es. Ab, ab, ab. Langes grünes Grasblock. Nehmen wir dieses langes grünes Grasblock. Damit können wir ein langes grünes Glas hinbauen. Langes grünes Glasblock? Nein. Grünes Grasblock? Langes grünes Glasblock. Das wollte ich jetzt schwören können, dass das nicht das ist, was neben dem Boden ist, aber hey. Das Spiel muss ja nicht das tun, was ich denke. Das lange Gras ist, sieht sehr flauschig aus. Kann man mal so machen. Ich überlege gerade, ob man hier nicht überall fein säuberlich Blumen hinbaue. So im echten Leben fände ich das potthässlich. Ich muss sagen, mein einer Nachbar, der hat immer versucht, einen Rasen anzupflanzen, das hat er nicht hinbekommen, irgendwann hat er aufgegeben und hat da so Wildblumen drauf gepflanzt für Bienchen und Co. Sieht ultra süß aus, weil da alles Mögliche immer sprießt und wächst und gedeiht. Und sieht auch schön aus, weil es halt wild ist und nicht so perfekt akkurat. Perfekt akkurat finde ich immer schwierig, das ist so Oscar. Mike kommt und geht. Das ist in Ordnung. Den können wir noch mitnehmen. Ah, ist er schon wieder da. Ich glaube, Mike sein Internet spinnt heute mal wieder. Das hat keinen Bock mehr. Das sagt so nicht, junger Mann. So nicht. Zu viel gespielt. So. So. Gleich komischer, schräger Übergang. Das sieht immer gut aus. Oscar hat doch nichts mitbekommen. Das ist auch in Ordnung. Jetzt mal diesen einen Block noch einstecken. Hier bauen wir mal irgendwo hin. So. Wir haben keinen Block mehr einstecken. Ja. Aber perfekt geplant. Also wir haben nicht zu viel oder zu wenig dabei gehabt. So muss das sein. Und was haben meine entzückten Äuglein da gesehen? Gold. Ah ja, 19 entspannte Kaffeebohnen. Kann man mal machen, ne? Aus den mindestens 16 wurden 19 und 2 goldene. So, die holen wir uns natürlich schnell noch und buddeln die noch in die Erde ein, bevor wir, ins Bett gehen. So. Und ab ins Bett. Hihihihi. Direkt schlafen, während Mike nicht da ist. Ja. So, so, so. Das hängt ja jetzt hier länger, als wenn Mike da wäre und rausfliegen würde. Aber gut, es muss ja auch das Winterstaub, Schneestaub-Festival da laden. Das dauert natürlich einen Moment. Da muss man auch mal warten. 5 Stunden später.
Boop, boop. So. Theoretisch müssen wir das hier alles abholzen, damit wir hier weiter Kaffeefelder bauen können. Ich warte jetzt mal, bis alles kaffeereif ist. Oder mehr kaffeereif ist. So, 3-4 Tage. Jeden Tag Kaffee ernten, da habe ich keinen Bock drauf. Nö. Nee. Muss nicht sein. Oder doch, dann geht's halt schneller. Ach Leute, ich weiß doch auch nicht. Ich weiß doch auch nicht. Ja, Muffin. Ja, Melissa. So, können das gute Gras mal wieder ins Regal stellen. Sowohl das lange grüne Gras als auch das normale grüne Gras. Und dann ernten wir halt doch mal unseren Kaffee. Das ist ja schon irgendwie cool, wenn es schneller geht. Weil der Plan ist ja tatsächlich hier da hinten ein schönes großes Haus zu haben. Und hier, ja, Kaffee. Ein Riesenfeld an Kaffee. Sprich die Seite hier, wo wir schon sind mit dem Kaffee. Und die andere Seite von dem Weg auch voller Kaffee. Aber gut. Um den Weg vollständig zu machen, müssen wir erstmal noch Dings sammeln gehen. Hier Marmor. Damit wir uns einen schönen Marmorweg bauen können. Das gleiche gilt auch fürs Haus. Ich meine, wir könnten auch einfach mal gucken, ob wir Marmor bestellen können. Wir können Mammutbaumholzblaupause machen. Wir können einen Mammutoberkörper und einen Mammutunterkörper bestellen. Oder ein Mammutbaumholz oder ein Rohmammutholz. Ja, aber kein Marmor. Aber vielleicht können wir einen Marmor bestellen. Ja, das können wir tatsächlich. Das machen wir einfach mal. Dann ist der morgen da. Oder wir bestellen ein bisschen Marmor. Gute Marmor. Wer kennt es nicht? Achso, ein bisschen Marmor. Ja, ja, das ist eine Marmor-Arbeitsfläche. Ja, mehr Kaffee. Läuft. Yay. Oh, 2x2. Das ist so, das hier. Heute ist mein Glückstag. Hol die Lotterie raus. Moment, nein, ich sollte Lotto spielen gehen, nicht eine Lotterie rausholen. Na, da gab es nur eine. Na, Glückssträhne vorbei. Hallo, Amy. Jamie und Cecile. Ich habe das ganze letzte Jahr an diesem bionischen Auge gearbeitet. Würdest du gerne mein Versuchsobjekt sein? Es wird nicht wehtun. Okay, wir setzen nur ein drittes Auge in deine Stirn. Moment, wer ist... Das WLAN erledigt den Rest. Was? Dein Nervensystem ist noch nicht mit WLAN kompatibel? Dann vergiss einfach. Okay. Cecile, können wir dir irgendwas schenken? Ich glaube, die braucht Glühwürmchen. Was ist ein Geschenk für dich, ja. Hast schon bessere Glühwürmchen gesehen, aber es sind Qualitätsglühwürmchen. Es ist Bio und Fairtrade und so Dinge. Ja? Alle wurden fair bezahlt. Hallo, Moral. And the moral of the story. Jupp, kriegst noch einen. Komm. Bisschen Käfer verschenken. Ja. Ja, Eris kann davon nie genug haben. Während Cecile einen auf Hund macht und ihrem Arsch schnuffert. Okay. Cecile, du Hund. Ja, gut. Ach, sorry. Ich habe schon länger keine Sternenkristallteile mehr hier gesehen. Und dabei fehlt uns noch ein einziges. Ein einziges. Ei. Gasthaustisch brauchen wir nicht. Moderne Vitrine haben wir. Eine große noch. Haben wir die kleine, glaube ich, bis jetzt mal, oder? Die hätte ich schon gern. Ja, so schnell geht's. Grünes Obst brauchen wir nicht. Können Äpfel selber anbauen. Brunnen haben wir, glaube ich, schon. Wenn nicht, ja, mein Gott. Gibt Schlimmeres. Nach hinten gedrehtes Cap. Hallo, Holly. Der hat was. Das haben wir noch nicht gehabt. Das, wie es auch hieß, ein neues Bild. Aha. Vielen Dank für den Einkauf, würde ich auch mal sagen.
Aktenschränke brauchen wir jetzt aktuell auch nicht. Vielleicht später mal, aber aktuell nicht. Brauchen wir nicht. Wir gehen einfach mal, weil die Folge ist vorbei. Dementsprechend sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Like da, gerne auch ein Abo. Fragen, Wünsche, Anregungen wie immer in die Kommentare. Und übermorgen um 14 Uhr geht's weiter mit der nächsten Folge. Bis dahin eine grandiose Zeit. Bleib gesund, hau rein und bye bye. Und ein Bye von Mike aus dem Chat.